Sowohl Deutschland als auch Frankreich sind in einer ziemlich schweren Krise und damit der Kern Europas. Und wir dürfen eines nicht vergessen, diese beiden zentralen Länder Europas, die von Bevölkerungszahl über Wirtschaft eben die Schwergewichte innerhalb Europas sind, die haben sich ausgesöhnt nach dem Zweiten Weltkrieg, damit ein Friedensprojekt ermöglicht, eine Wohlstandsentwicklung ermöglicht, die jetzt auseinanderzubrechen droht. Und es gibt einige Parallelen zwischen diesen beiden Ländern. Das erste ist, dass die regierenden Eliten oder die Politeliten offenkundig an der Bevölkerung vorbei agieren, weswegen in beiden Ländern sogenannte rechtspopulistische Kräfte immer mehr zulegen konnten. In Frankreich der Rassemblement National unter Le Pen, in Deutschland die AfD, und beide Länder haben beschlossen, eine Brandmauer zu errichten gegenüber diesen Kräften, sodass in Frankreich die Lage entsteht, dass das Land kaum mehr regierbar ist, in Deutschland noch nicht, aber es ist eben nicht gerade der Demokratie förderlich, wenn man etwa ein Fünftel der Wähler schon mal kategorisch und a priori ausschließt. Man kann darüber diskutieren, ob das sinnvoll ist, aber wir sehen in anderen Ländern, etwa Schweden, etwa die Schweiz, wo Rechtspopulisten mitregieren, und bisher sind diese Länder nicht komplett untergegangen und auch nicht irgendwie in nationalsozialistische Turbulenzen verfallen. Also das ist eben jetzt eines der Probleme. Das zweite ist, dass die Wirtschaft nicht wirklich läuft, sowohl in Frankreich nicht als auch in Deutschland nicht, und beide Länder haben eigentlich sehr hohe Einnahmen. Sie haben mit die höchsten Steuerlasten der ganzen Welt, also die Einnahmen sprudeln eigentlich, aber es gibt ein Problem mit den Ausgaben. Bei den Franzosen ein massives Defizit, das in Deutschland noch verhindert wird durch die Schuldenbremse, die soll aber bald löchrig geschossen werden, sodass wir dann noch mehr umverteilen können in Deutschland, noch mehr in den Sozialapparat investieren können, und dann, spätestens dann, würden die Finanzmärkte auch gegen Deutschland schießen und das AAA-Rating, das Deutschland hatte, wäre dann wahrscheinlich bald Makulatur. Schauen wir uns die Dinge mal an. Die Deutschen haben ja noch einen zusätzlichen Spleen. Sie wollen das Weltklima retten, weswegen sie ihre Kronjuwelen sozusagen gegen die Wand fahren, nämlich die Industrie. Die Franzosen haben immerhin in dem Punkt etwas weniger Wahnsinn letztendlich bereitzustellen. Aber schauen wir uns die Dinge mal an und gucken, wie die Lage etwa jetzt in Frankreich ist. Es droht der Kollaps der französischen Regierung. Marine Le Pen hat ein Ultimatum gegeben bis Montag. Da müssen bestimmte Forderungen erfüllt werden in Sachen Budget. Und Marine Le Pen hat bestimmte Steueranhebungen, etwa Stromsteuer, versucht zu konterkarieren, weil sie sagt, das trifft die armen Leute. Und damit hat sie natürlich einen Punkt. Aber es ist eben die Frage, ja, wie kriegen wir denn diese ganze Kuh wieder vom Eis? Und die Zeit wird jetzt knapp bis Montag. Dann muss da eine Lösung her aufgrund des Ultimatums. Und hier sehen wir, dass jetzt der regierende Premierminister eben zurückschießt und sagt, naja, ihr seid ja ein bisschen neben der Spur. Wir verstehen ja sozusagen, dass es schwierig ist, etwa Stromsteuern zu erhöhen. Man ist seitens des von Macron eingesetzten Premiers Le Pen schon entgegengekommen, aber es hilft nicht so wahnsinnig viel. Und so ist Frankreich beileibe kein sicherer Hafen mehr, auch aus Sicht der Anleihenmärkte. Wir haben ja gesehen, dass die Risikoprämien jetzt sogar über die von Griechenland gestiegen sind. Und hier nochmal diese Warnung auch des französischen Premiers, Mensch, wir müssen uns jetzt einigen, sonst werden uns die Finanzmärkte mit einem Tsunami überschwemmen sozusagen. Hier links sehen wir mal die Abgabenlast im EU-Vergleich in Sachen Steuern. Das ist hier das Jahr 21, aber es kommt schon ziemlich hin, und wir sehen, Frankreich ist ganz, ganz vorne, Deutschland ist auch sehr, sehr weit vorne, also die Einnahmen sprudeln. Es ist nicht so, dass diese Länder irgendwie nicht ein Steuermodell hätten, was sie zu wenig Einnahmen verschaffen würde. Das Problem ist, dass mit diesen Einnahmen extrem schlecht umgegangen wird, dass hier eine Umverteilungspolitik der Fall ist, die nicht kreativ ist, die nicht in Innovation, in Infrastruktur investiert, sondern eben weitgehend in einen Sozialapparat.
der letztendlich nicht wirklich Wirtschaftswachstum schafft. Und hier schauen wir uns mal das Ganze an, die sogenannte Steuer- und Abgabenquote. Die Abgabenquote ist das Verhältnis zwischen den Steuern und den Sozialabgaben in Relation zum Bruttosozialprodukt, also zur gesamten Wirtschaftsleistung. Und wir sehen Frankreich, ich hoffe, das können Sie erkennen, ist hier ganz klar Nummer eins. Das heißt, die Steuerbelastung, die Abgabenbelastung für Firmen wie auch für die normale Bevölkerung sind enorm. Aber was macht man damit? Das ist eben das Problem. Hier sehen wir mal das Budgetdefizit. 6%, über 6% die Franzosen. Noch im April hatte man gedacht, ja, so 5,5, jetzt sind es immer mehr geworden. Also trotz massiver Einnahmen wird das Geld verschludert. Das ist in Deutschland ja ein bisschen ähnlich. Da fördert man irgendwelche Solarpanel auf marokkanischen Moscheen, kann man machen. Radwege in Peru, gell, und irgendwelche gendersensitiven Geschichten, die also ganz wichtig sind in Ruanda. Ne? Und da fragt sich natürlich der eine oder andere Rentner, der mit seiner Rente nicht mehr auskommt, ja, was soll das eigentlich? Dann wähle ich doch zum Beispiel die AfD. Denn die waren noch nie dran und die in Berlin, die kümmern sich nicht um mich. Das ist so das typische Mindset, das eben dann diese Protestwähler letztendlich haben. Und ähnlich ist es in Frankreich. Da haben vor allem die Leute auf dem Land das Gefühl, ja, wir sind doch hier denen in Paris sowieso egal. Die machen doch sowieso, was sie wollen und sie hauen das Geld raus und die Belastung steigt immer mehr. Dazu haben wir noch die Inflation. Wir kommen nicht mehr klar. Wir wollen einen Wechsel haben. Der Wechsel aber kommt nicht zustande, weil sich dann die Gegenkräfte gegen die sogenannten Rechtspopulisten eben verbünden, so wie bei der letzten Wahl in Frankreich, um eben die Herrschaftsübernahme oder den demokratischen Wechsel hin zu dem Rassemblement National zu verhindern. Und das ist in Deutschland im Grunde ganz ähnlich. Auch hier werden wir dann wahrscheinlich Zwangskoalitionen sehen, weil rechnerisch gar nichts anderes möglich ist, von Kräften, die eigentlich am besten nicht zusammenarbeiten würden, so wie wir das jetzt bei der gescheiterten Ampel gesehen haben. Jetzt gucken wir uns mal an, die Franzosen, trotz also dieser schönen Einnahmen, eine Verschuldung, die fast schon an die USA ranreicht in Relation zum BIP, also zur Leistung der gesamten Wirtschaft. Und vielleicht ist es kein Zufall, wenn der französische Notenbankchef Villeroy heute gesagt hat, also ich bin dafür, dass wir jetzt die Zinssenkungen weitermachen, dass wir vielleicht sogar irgendwann die Möglichkeit haben, Negativzinsen wieder einzuführen. Also wenn du mit deinem Geld nicht haushalten kannst, dann musst du versuchen, die Zinsen praktisch wieder auf Null zu bringen, damit deine Schuldenlast nicht zu erdrückend wird. Und diese Schuldenlast, die ist gestiegen, seit Macron diese vorzeitigen Neuwahlen ausgerufen hat. Hier sehen wir mal den Spread, also die Risikoprämie der französischen Staatsanleihen in Relation zu den deutschen Staatsanleihen, die nach wie vor seltsamerweise als Benchmark gelten, weil wir noch die Schuldenbremse haben, damit sozusagen ein Stoppschild, das die Büchse der Pandora nicht öffnen lässt. Und hier sehen wir, dass die ganze Geschichte so ein Auf und Ab ist, aber dass diese Risikoprämien eben sehr hoch bleiben in Relation. Hier sehen wir das nochmal in einer anderen Grafik. Seit Juni, also seit Macron diese Wahlen ausgerufen hat, da ist Stress im System in der ganzen Eurozone und das dürfte dann auch wahrscheinlich die EZB dazu animieren, die Zinsen weiter zu senken, selbst wenn die Inflation wieder anzieht, wie wir gleich sehen werden. Und hier schauen wir uns mal an, nur Italien hat noch höhere Risikoprämien jetzt als Frankreich. Italien ja natürlich auch eine ziemlich heftige Verschuldung. Und man hat jetzt alle überholt in relativ kurzer Zeit. Belgien, Spanien, Griechenland haben die Franzosen überholt mit ihren Risikoprämien. Also die Anleihenmärkte sagen, das halten wir für nicht so wahnsinnig solide, aber es gibt zwei Länder, die von der EZB eben massiv gestützt wurden. Dazu zählt bisher nicht Frankreich, sondern das war im Jahr 2022 eben Italien und Spanien. Da hat man interveniert und hatte praktisch gesagt, ja, wir erfinden mal einen Mechanismus, damit unsere Geldpolitik wirkt in ganz Europa, gell, in der ganzen Eurozone. Und deswegen müssen wir dann italienische und spanische Anleihen kaufen, also künstlich Nachfrage erzeugen, sodass die Risikoprämien, die Renditen für Staatsanleihen aus Italien und Spanien nicht durch die Decke schießen. Das wird wahrscheinlich kommen, darauf müssen wir uns vorbereiten, wenn die Dinge
nächste Woche vielleicht hässlich werden, wenn eben man sich nicht einigen kann bis Montag, dann dürfte die EZB wahrscheinlich gar keine andere Möglichkeit haben, aufgrund ihrer eigenen Logik eben zu sagen, ja gut, jetzt kaufen wir französische Anleihen, betreiben also wieder Quantitative Easing, das, was wir eigentlich schon hinter uns erwähnten. Und das ist hier eines dieser zentralen Probleme. Wir haben eine Volksfront in Frankreich, also eine linke Allianz von verschiedensten Parteien, die eben unbedingt verhindern wollten, dass der Rassemblement National von Le Pen an die Macht kommt. Das ist gelungen. Dann haben die Linken gesagt, ja, wir hätten gerne aber einen sozialistischen Premierminister. Hat Macron gesagt, eher nicht, und hat jemand aus dem bürgerlichen Lager genommen, eigentlich nicht dem Wählerwillen entsprechend. Und jetzt sehen wir die Konflikte eben in der französischen Innenpolitik, weil am Wähler letztendlich vorbei hier Politik gemacht wird wieder, und zumindest sehr relevanten großen Wählergruppen vorbei Politik gemacht wird. Und so sehen wir, wie diese Gesellschaften immer mehr sich spalten, damit die Konflikte immer größer werden. Und das ist eine gefährliche Entwicklung für die Demokratie. Hier sehen wir nochmal diese Aussagen von Villeroy, der im Grunde jetzt auch einen Konflikt zwischen den Nord- und den Südländern praktisch einleiten wird, weil er extrem dovisch ist, weil er sagt, wir müssen jetzt die Zinsen nach unten bringen. Wir haben Nagel und Schnabel, die beiden Bundesbanker, kürzlich gehört aus Deutschland, die gesagt haben, nee, wir sollten da jetzt nicht so sehr aufs Gaspedal drücken in Sachen Zinsen. Wir sehen heute eine Umfrage der EZB, die Konsumenten erwarten wieder stärkere Inflation, und das ganz zu Recht, vor allem in Deutschland, weil in Deutschland ja Energie vor allem sich stark verteuern wird ab 1.1.25, CO2-Abgabe, Netzentgelte für Strom und Gas und so weiter und so fort. Das wird richtig reinschmecken bei uns, das wird richtig die Brieftaschen belasten und natürlich dann auch die Preise nach oben bringen, von der Tankstelle über die Gasrechnung, über die Stromrechnung, all das wird kommen. Aber die Südländer sagen, wir solidarisieren uns mit den Franzosen. Etwa der griechische Notenbankchef Stournaras, der gesagt hat, ja, also wenn jetzt zum Beispiel der Trump, gell, wenn der jetzt die Zinsen anhebt, ja, dann die Zölle erhebt, dann müssen wir die Zinsen natürlich deutlich senken. Womit faktisch dann die Inflation noch weiter nach oben geht. Denn eins ist klar, die Amerikaner erheben Zölle, dann würden die Europäer wahrscheinlich Gegenzölle erheben, sodass die Importe noch teurer werden. Gleichzeitig aber senkt man die Zinsen. Also wir haben Preissteigerungen, die sich da am Horizont abzeichnen bei gleichzeitig sinkenden Zinsen. Die Folge davon ist mehr Inflation. Das ist gar keine Frage. Das ist einfach eins und eins zusammenzählen. Und wir haben gesehen, eine moderate Beschleunigung jetzt schon der Inflation in der Eurozone. Die steigt von 2,0 auf 2,3%, wie überall eigentlich, auch wie in den USA, ist dieser disinflationäre Trend erstmal vorbei. Die Inflation zieht wieder an, alles noch relativ moderat im Vergleich zur Corona-Zeit. Aber das Problem ist, dass der Schmerz eben so groß ist, weil die akkumulierten Preise, die kumulativen Preise eben so massiv gestiegen sind, dass noch eine weitere Inflation, auch wenn sie nicht mehr diese Höhe hat, wie wir sie in Corona gesehen haben, natürlich wahnsinnig wehtut den Konsumenten und auch den Firmen. Hier sehen wir mal, seit 2020, also praktisch seit Corona, es war so Februar, März, ist das, glaube ich, hier aufgeschlagen, 2020 sind die Preise um 20,2% gestiegen. Und das in einer Situation, wo jetzt die Inflation immer noch da ist, zwar geringer, aber sozusagen die Daumenschraube wird noch weiter angezogen durch diese Inflation. Und wenn du jetzt die Situation hast, dass hier Länder wie Frankreich in Problemen sind und darauf drängen, dass die Zinsen gesenkt werden, und die EZB-Chefin ist ja auch eine Französin, und damit noch die Unterstützung der Südländer kriegen, die natürlich davon profitieren, weil sie hoch verschuldet sind und niedrigere Zinsen tendenziell dafür sorgen, dass die Schuldenbelastung in Sachen Zinsen nicht zu stark wird, dann werden wir Deutschen da nicht viel anders machen können, als uns wieder überstimmen zu lassen. Die Politik wird dann wieder sozusagen nicht im Sinne der Bundesbank gemacht, sondern im Sinne einer, ja, ultralaxen Geldpolitik, die wiederum dann die Voraussetzung für neue Inflation ist, die die Konsumenten dann wieder weiter belastet und vor allem zu einer unfassbaren Ungleichheit führt, weil dann die Vermögenspreise weiter steigen, von den Vermögenspreisen profitieren die Besitzenden, die Vermögenden, die anderen zahlen die Rechnung infolge der Inflation.
Die haben die Kosten, die anderen haben die Gewinne und deswegen auch spaltet sich diese Gesellschaft oder diese Gesellschaften, weil die einen zahlen die Rechnung, die anderen profitieren und denken sich, ja, ist ja gar nicht so schlimm. Und dann haben wir eben, apropos schlimm, wenn wir jetzt mal nach Deutschland wechseln, einen Kanzler, der sich doch wirklich original bei ThyssenKrupp hinstellt und sagt, ja, ihr sollt doch jetzt nicht die Leute entlassen, weil wir machen doch dann praktisch grünen Stahl, könnt ihr doch machen, gell? Und da, den wir euch auch ein bisschen subventionieren, gell, dass dieser grüne Stahl niemals am Markt sich durchsetzen kann, weil mit horrenden Kosten versehen. Und wenn diese Subventionen kommen, um diese Kosten auch nur einigermaßen abzufedern, dann sind es wir, die diesen grünen Stahl bezahlen, der am Markt eigentlich überhaupt gar keine Chance hat, weil viel zu teuer. Also im Namen des Klimas werden wir weiter geschröpft und das macht eigentlich nicht so viel Sinn, wenn wir sozusagen unsere Kernkompetenz, nämlich Industrie, gegen die Wand fahren und all das wird dann auch sichtbar etwa bei diesen CO2-Grenzwerten. Jetzt sollen ja die Autobauer ab 1.1. wie Volkswagen zum Beispiel Strafen zahlen, weil sie die CO2-Vorgaben nicht einhalten, zu wenig Elektroautos verkauft haben. Und es haben einige Länder dagegen protestiert, Italien, Polen, Österreich zum Beispiel, aber nicht die Deutschen. Also diejenigen, die die größte Autoindustrie haben, die am meisten zu verlieren haben, die schweigen stille, weil sie sagen, ja, finden wir doch gut, gell, wegen dem Klima und so. Also es ist unfassbar. Und natürlich wird damit die Deindustrialisierung weiter vorangetrieben. Sind wir denn jetzt erfolgreich mit unserer Klimapolitik? Nein, sind wir nicht. Hier mal ein Vergleich mit Frankreich. Da sind die Franzosen im Mindesten deutlich besser. Die Absurdität wird hier klar, wenn wir sehen, was wir an CO2 pro Kilowattstunde verbrauchen, dann ist das mehr als das Zehnfache. Das ist nicht immer so, aber wir sind eigentlich fast immer deutlich über den Franzosen in Sachen CO2-Ausstoß. Dann kommt die Hoffnung, ja, grüner Wasserstoff, ja, im Jahr 3972. Nein, das wird nicht kommen, das wird sich nie rechnen. Also werden wir dann weiter auf der Kohle sitzen bleiben, sodass die Kohle letztendlich unsere ganze Situation noch schmutziger macht in Sachen Klima, als es jetzt schon der Fall ist. Also es ist ein Desaster in the making und dieses Desaster geht noch so lange gut, solange der Arbeitsmarkt nicht komplett auseinanderbricht. Wir sehen jetzt, dass die Arbeitslosigkeit eine klare Tendenz nach oben hat. Wenn jetzt diese Massenentlassungen kommen, die viele Industriebereiche angekündigt haben, dann wird es richtig unruhig in diesem Land und ich hoffe, dass das in irgendeiner Form durch ein Umdenken, durch ein Umsteuern noch irgendwie verhindert werden kann, denn wir Deutschen haben aus der Weimarer Republik gelernt, Massenarbeitslosigkeit, das ist eine Geschichte, die zu politischer Radikalisierung führen wird und kann und davor sollten wir alle Sorgen haben und Sorgen haben manch andere auch. Wir gucken mal in die USA, aber es gibt auch ein anderes Land, was jetzt ziemlich stark angeschossen wird, sogar noch stärker als die Franzosen. Und auch da ist eine linke sozialistische Verteilungspolitik der Fall. All das im zweiten Teil. Den Link packe ich wieder unter das Video. Seien Sie dabei. Bis gleich. Ciao.